Ja, hallo Leute, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe ja schon eine ganze Weile auf meinem Kanal keine wasserdichten Walkie-Talkies bzw. PMR-Funkgeräte gemacht und deswegen schaue ich mir heute mal an die etwas größeren Retevis RT648 und ihr wundert euch sicherlich wahrscheinlich schon, nanu, da steht ja 48 drauf und ja, das hat einfach damit zu tun, dass die 48er ist normalerweise immer die ausländische Bezeichnung und Retevis macht dann hier einfach noch eine Zahl davor, 6. Also ihr seht ja 648 und das ist dann entsprechend die europäische Variante. Ihr seht, das ist hier IP76 Klassifikation, blende ich euch gleich nochmal ein. Wichtig ist, falls ihr noch nie so ein Funkgerät euch gekauft habt, dass ihr darauf achtet, lizenzfrei sind immer nur diese PMR 446. Also achtet bitte unbedingt darauf, dass wenn ihr irgendwo Funkgeräte kauft, das wirklich auch extra dasteht, dass es lizenzfrei sind. Denn manchmal gibt es auch Händler, die schreiben da einfach Walkie-Talkie hin. Es ist aber eigentlich kein Walkie-Talkie. Und dieses Lizenzfreie ist halt einfach wichtig. So, ich wollte euch jetzt noch mal kurz einblenden den IP76 Standard. Also ihr seht, das sind im Prinzip zwei Zahlen. Und die erste Zahl steht im Prinzip für, ja, ich sag jetzt mal Partikel. Und die zweite Zahl für Flüssigkeiten. Und was ich mir gedacht habe, ich gehe nachher mal in Teil 3 raus und mache den Reichweite-Test. Und ich sage einfach mal, wir machen den Reichweite-Test in Teil 3b. Und bevor ich aber den Reichweite-Test mache, mache ich mal in Teil 3a einen Wassertest. Denn immerhin möchten die meisten Leute schon wissen, wenn ich jetzt da Wasser rübersprühe, wie verhält sich das Funkgerät direkt danach, wenn es jetzt, sage ich mal, einen fetten Regenschauer abbekommen hat. Und das ja, simuliere ich halt im Garten, wie ich euch ja gerade gezeigt habe. Wie gesagt, IP66 PMR 446 ist ein Nahbereichsfunk, lizenzfrei mit 0,5 Watt. Und den Ablauf, also wenn ihr schon ein paar meiner anderen Videos geschaut habt, kennt ihr das ja. Das ist jetzt der Einführungsteil. Im Teil 2 packe ich den mal aus, zeige euch ein paar Aufnahmen, was hier im Karton drin ist. Dann würde ich euch auch noch hier kurz mal so ein extra Zugehörteil vorstellen, so ein 5-Port-USB-Ladegerät, das RTC 501, weil das ist zwar nicht dabei, muss man leider extra kaufen, aber das hatte ich bis jetzt eigentlich immer aufgeschoben. Ich habe dann immer die Funkgeräte, weil die halt nur eine USB-Ladestation haben, immer mit irgendwelchen anderen USB-Netzteilen zu Hause aufgeladen, aber mittlerweile hat sich meine Sammlung vergrößert, also bin ich auch ganz froh, dass ich mir jetzt hier diesen 5-Port-Charger auch noch zugelegt habe. Leute, das soll es soweit erstmal gewesen sein. Ich erinnere euch noch dran, schaut auf meiner Kanalseite vorbei. Wenn ihr vergleichen möchtet, könnt ihr das da tun in der Rubrik Funkgeräte. Da habe ich ganz viele Geräte auch von anderen Herstellern verglichen. Ich versuche da immer so gut wie möglich, das auch neutral darzustellen und euch so ein paar Tipps an die Hand zu geben, dass ihr bei der Auswahl möglichst problemlos vorankommt, ohne dass ihr dann umständlich was zurücksenden müsst. Schont natürlich auch die Umwelt. Ich würde sagen, wir packen die jetzt mal aus, also ab zu Teil 2. So, dann werde ich jetzt mal die wasserdichten Funkgeräte hier für euch auspacken und euch ein paar Nahaufnahmen zeigen. Denn das ist natürlich ganz interessant, bevor man sich sowas zulegt, das mal zu sehen. Ist auch ein schönes, fettes Handbuch dabei. Und ihr seht, die Funkgeräte sind auch relativ groß. Ich kann hier auch noch mal so ein bisschen reinzoomen für euch, damit man das hier so ein bisschen aus der Nähe sieht. Ja, vielleicht nicht zu viel. Also, wie gesagt, Funkgerät an sich schön groß. Also liegt dann auch sicherlich super in der Hand. Ja, auch so einen fetten Monster-Akku. Zeige ich euch auch gleich mal die Milliampere-Stunden-Gürtelclip und wie gesagt, hier diese USB-Ladestation. Das solltet ihr halt beachten, dass wenn ihr so ein Gerät euch holt, dass ihr dann entsprechend auch einen USB-Ladeadapter oder sowas am Start habt. Und ja, daran mache ich mal für euch hier noch so eine Nahaufnahme. Und ihr seht, das sieht halt wie gewöhnlich bei Retevis recht schick verarbeitet aus. Ihr habt hier die Sendetaste und hier auch noch so Gummidichtungen. Das wird sicherlich auch dann das schützen, wenn wir das gleich draußen mal den Wassertest machen. Und was mir auch immer gut gefällt an dieser Sorte von Funkgeräten, dass sie halt hier oben diese ganz klassischen Drehregler haben. Also ihr macht es einfach nur an, super taktil und könnt dann hier den Kanal verstellen. Ist auch alles schon vorprogrammiert. Ihr müsst eigentlich in der Regel auch nichts mehr anpassen. Das Einzige, was man sich noch merken muss, das hatte ich auch manchmal, dass Zuschauer das fragen, wie ist es denn, wenn ich verschiedene Funkgeräte miteinander verwenden will, also sei es vom gleichen Hersteller oder vom anderen Hersteller. Und da kann ich euch gleich sagen, PMR 446 hat alles die gleichen Frequenzen, aber
ihr solltet auf jeden Fall darauf achten, ich blende das hier an der Seite auch nochmal ein, dass dann halt diese Digital Coded Squelch oder so, dass das halt entweder aus ist oder genau richtig eingestellt ist. Denn ist natürlich ganz klar, wenn ihr mit so einem digitalen Squelch-System arbeitet, dann muss es halt aus sein oder gleich. Ansonsten würde das Gerät nicht reagieren. Aber prinzipiell können alle PMR-Funkgeräte miteinander kommunizieren. Und das ist eigentlich eine ganz schicke Sache. So, den Akku wollte ich euch auch nochmal zeigen. Und wenn ich das hier richtig sehe, was sind das? 1200 mAh. Ja, dafür scheint er ein bisschen groß zu sein. Er fühlt sich auch relativ leicht an, muss ich mal sagen. Ich mache den einfach mal hinten ran. Ihr seht, ich kann das hier so reinschieben. Und hier hinten rastet das ein und man kann es auch wieder rausmachen. Habe ich jetzt hier leider nicht ein bisschen aufgepasst. Natürlich, wenn ihr den Akku einlegt, macht das am besten vorher aus. Und hier können wir jetzt auch mal kurz aufschrauben, um dann hier auch einfach mal genau zu gucken, was verbirgt sich denn hier für einen Anschluss dahinter. Für zum Beispiel die Leute, die gerne jetzt mit einem Headset oder sowas arbeiten möchten. Denn normalerweise hat man entweder diesen Motorola-Anschluss oder jetzt so einen neuen mit solchen Pins. Und wie ihr sehen könnt, kommt hier klar zum Vorschein. Das wäre jetzt hier nicht der klassische Motorola-Anschluss. Also, oder Moment, jetzt habe ich es glaube ich verwechselt, Kenwood-Anschluss oder sowas. Also ihr wisst, was ich meine, denn normalerweise haben die diese Art Anschluss, um quasi hier Headsets oder Lautsprecher oder sowas anzuschließen. Und das ist jetzt bei den neueren Wasserdichten hier anders. Kann ich auch mal gucken, was man da für ein Zubehörteil dann besorgt. Und das Gleiche wäre es jetzt auch, wenn man das programmieren will. Dann bräuchte man natürlich auch irgendeinen Adapter, den man da anschließt. Denn USB oder sowas hat es da nicht. Kann ich ja für euch auch mal ein bisschen erkunden und dann im Fazitteil nochmal erwähnen. Aber dadurch ist es natürlich auch, weil das hier nur so eine Kontakte sind, auch wieder wahrscheinlich dann viel, viel wasserdichter. Also das ist einfach, Profigeräte haben normalerweise das. Und das scheint jetzt hier so eine Variante davon zu sein. Ich schraube es jetzt wieder rauf und dann können wir eigentlich gleich die Geräte vor der ersten Benutzung nochmal aufladen und dann den Wassertest machen und zum Reichweitetest springen. Zoome ich mal hier wieder so ein bisschen raus. Also das war es jetzt erstmal zum Unboxing und bis jetzt kann ich ganz klar sagen, die Funkgeräte machen hier auf jeden Fall echt einen schicken Eindruck und sehr stabil gebaut. Muss ich echt sagen, gefällt mir sehr gut. Ich habe jetzt schon mal eins in die Ladestation gemacht. Ich schließe jetzt mal das zweite schnell noch an und dann gebe ich hier wie immer mal Strom rauf und ihr könnt sehen, hier leuchtet die Leuchtdiode grün, da fängt der Ladevorgang schon an. Und was mir wirklich auch voll aufgefallen ist, wenn man die in die Dockingstation reinmacht, das flutscht echt gut, also finde ich besser als bei manchen Vorgängermodellen. Bei manchen Vorgängermodellen, wenn ich hier in der einen Hand die Kamera hatte und mit der anderen Hand das reinstecken wollte, war das ein bisschen fummelig, aber hier kann ich es problemlos machen. Also das ist echt eine Verbesserung, was diese Dockingstation angeht. Und wie gesagt, der 5-Port USB-Ladeadapter, das ist ein extra Zugehörteil. Braucht ihr nicht unbedingt, aber wenn ihr jetzt mehrere Geräte habt oder einfach für die Bequemlichkeit, kann ich das auf jeden Fall auch empfehlen. So, lasse ich die mal aufladen und dann gehe ich mal morgen oder so raus und mache den Wassertest. Also springen wir jetzt mal zu Teil 3a, dem Wassertest, und dann 3b, dem Reichweitentest. Los geht's! So Leute, ich bin jetzt mal hier in den Garten rausgegangen und werde gleich mal die Funkgeräte auf ihre Wasserdichtigkeit testen. Bin ich schon ganz gespannt. Ich habe die hier mal auf dem Tisch aufgebaut, wie ihr da sehen könnt. Also gebe ich dem jetzt mal ein bisschen Wasser. Und wie ihr sehen könnt, ich habe die hier auch schon so ein bisschen abgebraust. Ich mache noch ein bisschen mehr, damit es wirklich wie realistisch simuliert, dass man hier quasi durch den Regen gegangen ist. Ich kann euch nochmal für euch so ein bisschen reinzoomen. Ich hoffe, das schaltet jetzt scharf. Und ihr seht, es ist wie quasi so eine Art Regenschauer. Und ja, erfahrungsmäßig kann ich sagen, normalerweise halten die auch sehr gut, wenn die so einen IP76 Wasserschutz haben. Das Einzige, was halt sein kann, ist, wenn so ein bisschen Wasser vorne in die Lautsprecher reinkommt, dass sie sich dann erstmal ein bisschen leiser oder dumpf anhören. Das können wir gleich auch nochmal testen. Da muss man das ein bisschen rausschütteln oder abtrocknen lassen. Und dann haben die Lautsprecher dann wieder die volle Lautstärke. Soweit würde ich sagen, habe ich jetzt hier mal den Wassertest simuliert. Und ich zeige euch mal jetzt noch eine Aufnahme und dann können wir gleich den Reichweitetest machen im Testteil 3b. Ihr seht, die sind jetzt hier wirklich klatschnass. Ich nehme jetzt mal so ein Gerät rasch zur Hand und wir müssen rauszoomen. Ihr seht, soweit perlt das hier einfach nur ab. Scheint überhaupt kein Problem zu sein. Ich mache es jetzt mal an. Und
ja, gefühlt würde ich halt sagen, die Lautstärke ist jetzt halt deutlich leiser, als wenn da kein Wasser ist. Hier vorne kommt das nämlich so ein bisschen rein. Und ich werde die mal ein bisschen abtrocknen und dann können wir jetzt eigentlich zum nächsten Testteil, dem Testteil 3B, dem Reichweite-Tag springen. Denn das ist natürlich auch interessant. Lange Antenne haben sie ja, dann sollten sie auch eine ganz gute Performance hier abliefern. Und wie gesagt, soweit sehen die hier auch echt schick aus. Wie gesagt, das eine hatte ich gerade in der Hand und das noch nicht. Also testen wir mal die Reichweite. So, Reichweiten-Test 1 von den wasserdichten Retevis PMR-Funkgeräten am Testpunkt Nummer 1 mit 130 Meter und mal sehen, ob sich das noch ganz okay anhört. Das Mikro war ja ein bisschen schwächer geworden durch den Wassertest. Also Testpunkt Nummer 1, 130 Meter. So, zweiter Reichweitentest von den wassergeschützten Retevis-Funkgeräten. Mal sehen, wie sich hier das Mikrofon und Lautsprecher verhält nach dem Wassertest. Ich habe es ein bisschen abgetrocknet. Testpunkt Nummer 2 mit ungefähr 240 Meter Entfernung von den wassergeschützten Retevis-Funkgeräten. Testpunkt Nummer 2. So, nächster Reichweitentest. Und da wieder super Wetter heute, bin ich mal gespannt, wie sich das so anhört vom Klanglichen, wenn man mal statt einem normalen Funkgerät so ein wasserdichtes hier nimmt. Testpunkt Nummer 3 mit 380 Meter und macht voll Spaß hier diese Reichweiten-Tests zu machen. Testpunkt Nummer 3, 380 Meter von den dritten wasserdichten Retevis. Und ja, man merkt deutlich, dass der Sommer wärmer wird. Ist auch schon ganz schön heiß geworden. Mal sehen, ob man wieder so eine Hitzewelle bekommt diesen Sommer. Testpunkt Nummer 4 von dem wasserdichten Retevis. Jetzt mit 470 Meter Entfernung. Und ja, ich gehe jetzt hier mit dem Mund ein bisschen näher ans Mikro, weil mir das vorher ein bisschen schwach vorgekommen ist. Testpunkt Nummer 4 mit 470 Meter. So, und schon bin ich beim Reichweiten-Testpunkt Nummer 5 angekommen. Reichweiten-Testpunkt Nummer 5. Und wie gesagt, kann man wirklich genießen, hier diese Reichweitentests zu machen von den Funkgeräten. Macht auf jeden Fall Spaß. Testpunkt Nummer 5, 620 Meter Entfernung. Und mal sehen, wie sich das Funkgerät jetzt hier bei der Reichweite schlägt. Ob ich damit auch so 1,5 Kilometer weit komme auf meiner Teststrecke. Jetzt sind wir bei Testpunkt Nummer 5 mit 620 Meter. Reichweitentestpunkt ist jetzt schon bei Testpunkt Nummer 6 angekommen, also auf der halben Strecke ungefähr. Testpunkt Nummer 6 mit 500 Meter Entfernung. Und da gehen wir noch ein bisschen weiter. Dann werden wir gleich sehen, wie sich diese Funkgeräte hier im Reichweitentest anhören. Testpunkt Nummer 6, 700 Meter. Reichweitentest, ich habe mal einen Reichweitentestpunkt ausgelassen von den Funkgeräten, weil das auch nicht selber. Testpunkt Nummer 8 ist jetzt mit 1 Kilometer Entfernung. Mal sehen, ob sich das noch okay anhört. Manchmal schwächeln andere Funkgeräte hier. Testpunkt Nummer 8 mit 1 Kilometer von den wasserdichten Retevis-Funkgeräten. Testpunkt Nummer 8. So, da bin ich jetzt schon ganz schön ein Stückchen gelaufen. Für Testpunkt Nummer 9 und 1,2 Kilometer. Das ist schon ganz ordentlich für normale PMR-Funkgeräte. Wie gesagt, auf meiner Teststrecke sind eigentlich auch die Bedingungen ganz okay. Das kann immer ein bisschen schwanken, kann auch kürzer oder weiter ausfallen. Testpunkt Nummer 9 mit 1,2 Kilometern von dem wasserdichten Retevis an einem super sonnigen Sommertag. Ja, Testpunkt Nummer 9. Sehr gut, Leute. Dann sind wir jetzt zum letzten Teil, dem Fazitteil, gesprungen. Kennt ihr ja schon aus meinen anderen Videos. Und ich kann ganz klar sagen, den Wassertest, den ich euch gezeigt habe, wo ich das so mal rübergesprüht habe, haben die auf jeden Fall super überstanden. Das Einzige, was ihr dabei noch bedenken könnt, ist jetzt, wenn die gerade sehr doll nass geworden sein sollten im Regen, dann kommt halt hier so ein bisschen Wasser rein, da wo der Lautsprecher ist. Und dadurch wird der Lautsprecher leiser. Also da müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein. Und ehrlich gesagt habe ich auch teilweise ganz schön draufgehalten mit der Brause. Und ich glaube, ich bin ja auch irgendwie voll ins das kleine Loch da, wo das Mikrofon ist, reingebraust. Und deswegen ist mir also vorgekommen, als es nass war, wenn ich dann reingesprochen habe, dass das Mikrofon auch überhaupt nicht mehr so empfindlich war. Also ich musste dann schon ziemlich nah rangehen. Näher als bei anderen, die nicht wassergeschützt sind. Aber das kann auch einfach sein, dass es an dem Mikrofondesign auch so ein bisschen mit zu tun hat. Ich würde euch empfehlen, wenn die gerade nass geworden sind, schüttelt die mal aus, trocknet die ein bisschen ab und wenn da noch Wasser in diesem Ritzen drin sein sollte, zu viel,
dann lasst es halt kurz trocknen und dann ist es wieder lauter, habe ich euch ja gezeigt, gerade im Test. Und die Reichweite fand ich war okay für PMR446, allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, ich hatte auch schon andere Geräte, wie zum Beispiel die Retevis 617 waren es, glaube ich. Kann ich euch ja auch nochmal jetzt gleich am Ende des Videos einblenden. Da fand ich bei den 617, die sind zwar nicht wasserdicht, aber da war die Reichweite deutlich noch besser und der Klang auch ein bisschen klarer. Und ja, ansonsten, die sind halt sehr groß. Also wenn ihr große Hände habt, liegen die wirklich gut in der Hand. Und wie sich es mit dem Anschluss hier an der Seite bewährt, muss ich auch mal ein bisschen testen. Könnte ich mir vielleicht vorstellen, wenn man da ein Mikrofon oder irgendwas drauf macht, ist es dann halt auch dadurch wasserdicht. Ja, also bei dem anderen Stecker habt ihr auf jeden Fall keine Wasserdichtigkeit. Deswegen ist es eigentlich eine ganz gute Weiterentwicklung. Wenn ihr jetzt irgendwie Software-Spieler seid, dann könnte das für euch interessant sein. Oder sage ich mal, ihr habt eine Filmproduktionsfirma und ihr filmt viel draußen. Auch bei Wind und Regen kann ja manchmal auch sein. Im Film ist eine Szene, da regnet es gerade oder es ist irgendwie krasses Wetter. Dann kann es natürlich euch auch helfen, wenn das so wassergeschützt ist. Ich würde sagen, das war's soweit. Ich lade euch auch noch ein, auf meiner Kanalseite vorbeizuschauen. Blende ich hier ein, denn da vergleichen viele meiner Zuschauer, bevor sie sich ein Funkgerät zulegen. Denn ich habe ja mittlerweile schon echt super viele Geräte getestet. Weiß gar nicht, was ich als nächstes mache. Vielleicht mache ich auch irgendwie mal ein paar Monate Pause mit Funkgeräten. Obwohl mir, wie gesagt, dieser Reichweite-Test immer gut gefällt. Da kann man immer draußen so ein bisschen spazieren gehen. Jetzt bei Testteil 3 war es, glaube ich, einmal so, Testpunkt 7 habe ich, glaube ich, ausgelassen. Denn da war gerade Polizei am Start, da wollte ich nicht genau daneben stehen mit dem Funkgerät. War schon ein bisschen peinlich. Und dann beim letzten Reichweite-Testpunkt, glaube ich, 1,5 Kilometer, hat dann auch noch zum allem Überdruss die Kamera abgeschaltet. Also hätte ich wieder ein bisschen schneller laufen müssen. Wie gesagt, die nimmt immer nur 30 Minuten auf und dann ist automatische Abschaltung. Und ja, ich würde sagen, das war es soweit zum Test. Ich habe euch mal alles gezeigt und so allgemein ein paar Sachen gesagt. Wie gesagt, achtet drauf, dass es, egal welches Funkgerät ihr euch holt, immer PMR 446 ist. Das war es jetzt auch wirklich. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und ich sehe euch natürlich als Abonnent und im nächsten Video. Bis dann, Leute. Viel Spaß. Ciao. Ja, und wie eben erwähnt, kannst du dir natürlich auch noch hier diese anderen Retevis anschauen. Die 617 waren es, glaube ich. Die sind zwar nicht wasserdicht, aber hatten auf jeden Fall eine deutlich bessere Performance beim Reichweite-Test. Und ich fand auch die Klangqualität war da einfach ein bisschen schöner. Also ganz normale Funkgeräte funktionieren eigentlich auch ganz super. Ich lade euch ein, meinen Kanal zu abonnieren. Viele Leute haben bereits abonniert aufgrund der nützlichen Videos, die ich hier für euch bereitstelle. Und das kannst du jetzt auch machen. Ich sehe dich im nächsten Video und als Abonnent. Ciao.